Ja, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, eigentlich habe ich ein Bedürfnis noch mal auszudrücken an dieser Stelle, weil nach dieser abenteuerlichen Rede des CDU-Fraktionsvorsitzenden in der Unterrichtung möchte ich noch mal betonen, es geht hier um Menschen, hier sind Menschen auf der Intensivstation, hier sind Menschen schwer krank und anders als das vorhin dargestellt worden ist, sind sie offensichtlich schon seit 2 Wochen krank und diejenigen, die neu infiziert werden, sind möglicherweise in 2 Wochen bei einem durchschnittlichen Verlauf dieser Krankheit auch auf der Intensivstation. Es könnte nämlich sein, dass Dutzende, das werden wir auch erörtern müssen, auf Intensivstationen landen werden und ich kann nur sagen, wir Grünen, und ich gehe davon aus, dass das für das ganze Plenum gilt, unser Mitgefühl ist bei den Menschen, die infiziert sind, bei den Familien, die drumherum sind und auch beim Kreis Gütersloh und bei dem Kreis Warendorf und auch den anderen, die möglicherweise betroffen sind, die diese Lage jetzt meistern müssen. Das möchte ich ausdrücklich an der Stelle noch mal sagen. Und dann kommen wir zu dem, was hier in der Debatte geäußert worden ist. Herr Kollege Deppe, mit Ihrer Argumentation könnte man ja nahezu alles rechtfertigen. Aber eins ist doch klar. Niemand hier im Saal hat gesagt, dass wir irgendwas verdrängen wollen oder nicht. Aber Systemrelevanz sind 2 Paar Schuhe. Systemrelevanz, selbst wenn, also ich würde dieser Argumentation so uneingeschränkt nicht folgen, aber selbst wenn ich sage, es ist systemrelevant, kann das ja nicht dazu führen, dass es ein Freifahrtschein ist. Der Minister hat selbst argumentiert, wir hätten alles eingefordert, Hygienekonzepte überprüft und so weiter. Dann lese ich Ihnen jetzt mal vor, was der Bürgermeister von Reda-Wiedenbrück, und das auch sehr langsam, damit es alle verstehen und kapieren können, geantwortet hat auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion vor Ort. Der Kreis Gütersloh und das Land NRW haben in Abstimmung festgestellt, dass Tönnies einen Versorgungsauftrag, also Unternehmen, in kritischer Infrastruktur hat, was dazu führt, dass nicht an allen Stellen der Mindestabstand gewährleistet werden kann, um die notwendige Produktion fortzusetzen. Der Schutz der Mitarbeitenden wird, so Tönnies, aber auch unter diesen Voraussetzungen bestmöglich gewährleistet. Wir wissen, was da rausgekommen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Minister, an der Stelle möchte ich sehr genau wissen, und wir werden morgen in der Sondersitzung, nachher in der Fragestunde dem auch nachgehen, wer im Land NRW hat Tönnies hier einen Freifahrtschein oder eine Sondergenehmigung ausgestellt, wenn das stimmt, was der Bürgermeister von Reda-Wiedenbrück hier aufgeschrieben hat. Das muss dieses Parlament sehr klar aufklären. Und ich möchte noch etwas ausführen an der Stelle. Am 30. April, das weiß ich deswegen so gut, weil ich da Geburtstag hatte, hat die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten Regelungen beschlossen. Kernpunkt dieser Regelung war die sogenannte 50-Personen-Regel, dass, wenn dieser Mittelwert in der wöchentlichen Infektion überschritten wird, dass dann ein Shutdown und kein Lockdown, wie hier immer fälschlicherweise gesagt wird, ausgelöst wird. Jetzt haben Sie ausgeführt, dass Regeln auch einzuhalten sind. Diese Regeln galten auch schon 3 Tage vorher, Herr Minister Laumann. Sie haben sie nicht ausgeführt, sondern Spirenzkes gemacht, bis es dazu gekommen ist. Aber was mir noch wichtiger ist an der Stelle ist, wenn man am 30. April das vereinbart, dann muss man doch Exekutionspläne haben, dann muss man doch eine Vorstellung haben, was passiert, dann muss man doch eine Vorstellung haben, wer die Leute versorgen soll. Die Quarantäne ist doch in den ersten 3 Tagen, so wie wir die Bilder aus Gütersloh und auch in den umgrenzenden Kreisen gesehen haben, überhaupt nicht eingehalten worden, weil die Leute einkaufen mussten, weil sie nichts im Kühlschrank hatten, weil sie versorgt werden müssen. Sie haben sich auf diese Situation überhaupt nicht vorbereitet. Und das müssen wir feststellen, was in Gütersloh und drumherum falsch gelaufen ist an der Stelle. Und ich möchte auch nur noch mal einen Punkt sagen, weil der Ministerpräsident und auch Sie eben gesagt, so großzügig gesagt haben, ja, wir testen dann alle vor Ort. Also erstens haben Sie vor 4 Wochen genau das von uns Grünen vorgelegte Testkonzept abgelehnt. Sie haben gesagt, das brauchen wir alles nicht, strategische Testung brauchen wir alles so nicht. Aber was anderes will ich Ihnen in Erinnerung rufen. 660.000 Menschen. Nach den Ansagen der Kassenärztlichen Vereinigung können die 100 Menschen pro Stunde testen. Stand so in der Zeit. Wenn das stimmen würde, würde es 275 Tage dauern, wenn Tag und Nacht getestet würde. Sie streuen doch den Menschen Sand in die Augen, wenn sie denen versprechen, sie alle vor Ort testen zu können. 275 Tage, ein Dreivierteljahr, da ist eine Quarantäne von 2 Wochen ja geradezu erträglich, wenn das stimmen sollte, was hier vor Ort gemacht wird. Sie haben die Lage nicht so im Griff, zumindest wie wir uns das vorgestellt haben. Sie haben sich nicht darauf vorbereitet, Sie haben keine Teststrategie vorgelegt. Sie haben möglicherweise im Betrieb Tönnies Zustände zugelassen und vorbereitet, die nicht in Ordnung sind, die mit
Und ich will nicht, ich kann keine Kausalität, dazu habe ich viel zu wenig Kenntnis, aber die mit ursächlich sein können, was da vor Ort passiert ist. Und letztens zurück zu Herrn Deppe nochmal an der Stelle. 2012 hat die grüne Fraktion im Bundestag genau einen Antrag eingebracht. Werkverträger, Fleischindustrie und die ganzen anderen Punkte. CDU und FDP haben das abgelehnt. Die anderen Zitate sind vorhin auch gekommen. Ich will da keine Schuldzuweisung jetzt im Parlament machen. Aber Herr Minister Laumann, Sie sind nicht das soziale Gewissen der Union, sondern zunehmend das Feigenblatt der Union. Tun Sie doch nicht so, als wenn CDU und FDP Treiber waren. Tönnies und Westfleisch sind Grund dafür, dass die Werkverträge hier in Deutschland abgeschafft werden. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist die Feststellung, die wir hier treffen müssen.